Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Review zur Weekend League. Heute geht es um die zweite im Februar und ihr habt keine Facecam dabei. Das liegt ganz einfach daran, dass ich momentan ja in Deutschland bin und meine Facecam im Ort ist, wo die halt eben nicht benutzt werden kann so richtig. Und ich sitze hier vor meinem Laptop und mache dieses Review. Dementsprechend sollte es aber auch kein Problem sein, weil es geht ja um das Gameplay bzw. um die Szenen aus dieser Weekend League. Ihr habt vielleicht mitbekommen oder solltet mitbekommen haben, ich habe dieses Wochenende nichts hochgeladen, was Gameplay angeht. Also kein Live-Gameplay, was ich eigentlich gesagt habe, was ich machen möchte. Liegt ganz einfach daran, ich hatte sehr wenig Zeit. Ich habe gerade so nur 38 Spiele rumbekommen und dementsprechend wird es sich einfach nicht gelohnt für mich, das Ganze noch aufzunehmen und so weiter und so fort. Ich hätte eh nicht die Zeit gehabt, es zu bearbeiten und hochzuladen. Nächste Woche weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt Weekend League spielen kann. Die Woche danach spätestens gibt es wieder Live-Gameplay. Diese Woche war es aber auch so, ich habe extrem versucht, unbedingt Gold 1 zu erreichen, also diese 25 Sieger irgendwie da ranzukommen. Und dementsprechend war es natürlich für mich relativ wichtig, mich zu konzentrieren und eben vielleicht nicht unbedingt darauf zu achten, wie ich mich im Video präsentiere. Es lief auch ehrlich gesagt ganz, ganz gut. Ich war ziemlich ruhig dieses Wochenende, also so entspannt wie noch nie. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich einen Großteil der Zeit sehr müde war. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Das Team, mit dem ich gespielt habe, seht ihr hier. Wenn ihr die Preparation bzw. die Vorbereitung nicht gesehen habt, dann kennt ihr es nicht. Ansonsten sollte es euch was sagen. Wir haben im Tor De Gea davor, dann Karstorp, Company, Mustafi Second Inform und Young Second Inform im Mittelfeld, Fernandinho Inform, Nainggolan und De Bruyne und vorne Mbappé, Neymar, das neue Top-Duo zusammen mit Edinson Cavani, wollte ich gerade sagen, Hernan Crespo. Warum Cavani? Wie komme ich auf Cavani? Wahrscheinlich wegen PSG. Die Anweisungen sind relativ simpel für dieses Team, und zwar hat Mbappé alle Freiheiten, Cavani und Neymar hinterlaufen die Abwehr und ziehen nach außen, Karstorp und Young bleiben hinten, genauso wie Fernandinho, ansonsten habe ich keine anderen Anweisungen eingegeben. Ihr seht die Chemistry Styles, da habe ich mittlerweile sowohl Kompany als auch dem Kollegen Mustafi Shadow gegeben, dementsprechend waren die bestens vorbereitet. Bei Young bin ich bei Architect geblieben, aber zu dem kommen wir individuell nochmal später. Allgemein war dieses Team sehr, sehr stark, muss ich sagen. Und es hat mir gefallen. Es hat mir definitiv gefallen. Es war jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ja, das war das beste Team, was ich jemals gespielt habe in FIFA. Aber es war auch wirklich nicht schlecht. Ich zeige euch mal ganz kurz einen Zwischenstand, wie das Ganze aussah bei mir. Und zwar nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Spielen. Ich glaube, nach 10 oder 11 Spielen müsste das sein. Den Zwischenstand, den ihr hier jetzt gleich sehen würdet. Und ich stand da wirklich, ich stand da wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Also, da war ich extrem zufrieden mit mir. Ihr seht das jetzt. Genau, wir hatten 11 Spiele und aus diesen 11 Spielen 9 Siege. Das ist für mich alles andere als selbstverständlich, 9:2 zu stehen zum Anfang. Allerdings ging es danach ein bisschen bergab. Das war der Freitag. Ich habe dann halt auch aufgehört zu spielen, Samstag weitergemacht und da, naja, wurde es dann schlechter. Wir sehen gleich noch die individuellen Stats der Spieler, keine Sorge, ich zeige euch wieder, aber zunächst einmal kommen wir dazu, was es halt so eben zu sagen gibt. Erstmal, ich liebe Neymar. Neymar ist eine richtig geile Karte, auch auf 7 Chemie, die er nach den 10 Spielen erreicht hat. Der hat so viele schöne Tore geschossen, so viele wichtige Sachen und das Geile bei dem ist halt einfach, der ist unglaublich spektakulär, hat diesen 5-Star-Weakfoot, das macht ihn zu einer fast perfekten Karte, fast. Wenn er ein bisschen größer und ein bisschen stärker wäre, dann gäbe es wenig, was der nicht könnte. Auch seine Fernschüsse und seine Schusskraft mit 80 und 77, was eigentlich nicht dem entspricht, was er kann, war vollkommen okay. Und ja, dementsprechend auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Addition zu diesem Team. Kommen wir allerdings zum Negativen. Und das Negative trägt bei mir ebenfalls einen Namen, und zwar David De Gea. Wir sehen jetzt hier ein paar Szenen. Und diese Szenen zeigen ganz gut, warum De Gea nicht mehr nächste Weekend League bei mir im Tor stehen wird. 230.000 Münzen dafür, dass er hier beispielsweise nicht aus seinem 16er rauskommt und dann, also das Ding kannst du wirklich halten. Das ist halt kein Ding, was irgendwie großartig gefährlich wäre. Hier genauso, kommt auch da raus, aber das ist so unsouverän und von einem 230.000 Coinkeeper solltest du erwarten, dass er den hält oder bei dem anderen zumindest richtig rauskommt und sich nicht tunneln lässt, sondern einfach stehen bleibt und nicht hochspringt. Auf der anderen Seite die De Geas, wie immer überragend. Ihr seht es hier in zwei Szenen im gleichen Spiel, wo De Gea halt eben dieses Tor kassiert hat. Keine Chance und es sah meistens so aus, wenn ich gegen De Gea gespielt habe. Mein De Gea mit 3 Paraden oder 2 Paraden. Auf der anderen Seite der De Gea mit 11 Paraden. Das war keine einmalige Situation. Das gab es durchaus öfter und es gab auch sehr, sehr dumme Aktionen. Hier seht ihr das beispielsweise wieder. Ich sage nicht, dass er den halten muss, aber ein 90er Keeper kann den halten und sicherlich nicht nur auf der Stelle hinfallen. Das sieht nicht nur extrem dumm aus, das ist auch das, was De Gea die meiste Zeit bei mir gemacht hat. Ich habe da auf Twitter so ein bisschen mit Badeschlappen und Spaß rum gebieft. Ich fand den wirklich schlecht. Auch diese Situation, Kopfball von Messi, 90. Minute. Er hat den Ball eigentlich. Ihr seht es gleich auch, ich habe mehrere Wiederholungen. Er hat ihn, er hat die Arme oben, aber er, das ist so ein, der Ball kommt genau auf ihn und von einem De Gea musst du da erwarten, dass der den hält. Das erwartest du nicht nur, das musst du auch erwarten können, den muss er haben. Ich habe das Spiel im Endeffekt, glaube ich, sogar noch gewonnen, aber auch hier wieder zwei Paraden auf der einen Seite, auf der anderen Seite selbstverständlich ebenfalls ein De Gea mit 11 Paraden.
Das kann es halt einfach irgendwo nicht sein. Und dementsprechend war ich extrem unzufrieden mit dem. Hier die Situation, da kann er wenig führen, aber das war jetzt ein ganz, ganz unglückliches Spiel. Da hat sich gerade Mustafi einfach wegtackeln lassen und hier die Szene, also das weiß ich auch nicht, was das ist. So ein bisschen geglitscht von Gabriel Jesus, 90. Minute. Aber auch solche Dinger hält De Gea da nicht und im Endeffekt verliere ich 3:5 mit so einer Statistik. Und da hat mir ein De Gea leider Gottes auch nicht so geholfen, wie ich es erwartet hätte. Das muss ich wirklich sagen. Also ich habe mich ja mal über alle möglichen Keeper beschwert, aber sie sind halt bei mir wirklich alle scheiße. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Aber mein De Gea, ihr werdet auch sehen, in den Bewertungen hatte das schlechteste Gesamtrating insgesamt bei allen Spielen zusammengenommen. Ich habe jede einzelne Note zusammengerechnet. Das war wirklich schlecht. De Gea war nicht, ich glaube, dreimal hat er eine Bewertung von über 8 gehabt. In 38 Spielen. Das ist schon wirklich extrem bitter. Wir kommen zu einem sehr interessanten Spiel, was ich hatte. Und zwar ein 3:5-Sieg. Das ist erstmal nichts Besonderes, aber wenn man sieht, wie das Ganze zustande gekommen ist. Es stand nämlich nach 15 Minuten, wenn ich das hier richtig sehe, 0:3 durch Del Piero und Shearer. Und erst nach 72 Minuten, glaube ich, oder 74, habe ich den Anschlusstreffer gemacht. Habe dann in der 90. Minute tatsächlich noch Ausgleich machen können und bin also zurückgekommen. Das hier war das 1:0 nach einer Minute. So gefühlt. Der Ball in den Rückraum gespielt. Keiner greift Nainggolan an. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch 10 Minuten, ich sehe es oben gerade nicht. Danach Del Piero einfach mal so und auch hier, was macht Mustafi? Mustafi rennt nach vorne, lässt Shearer komplett frei, der macht im Fallrückzieher das Tor. Also das waren wirklich extrem bittere Gegentore, weil sie so unnötig waren, weil das halt absolut gescriptet war. Bis zum geht nicht mehr. Allerdings, man kann ja zurückkommen. Man kann ja zurückkommen und zwar folgendermaßen. Erstmal hier der Versuch von Cavani, wieso Cavani? Crespo und Fernandinho mit dem Tor. Dann nochmal Crespo zum 3:2 war das. In der 90. Minute das 3:2 gab es nicht in den Highlights und dann in der Verlängerung bzw. in der Nachspielzeit. Ja, der nächste Schuss von Crespo flach rein ins Tor. Und in der 112. Minute nochmal Kylian Mbappé zum 5:3. Das war wirklich ein sehr schönes Comeback und im Endeffekt waren es genau solche Spiele. Ich habe die meisten 50-50 Spiele dieses Wochenende tatsächlich mal gewonnen. Ich habe nicht alle verloren wie normalerweise, sondern habe mich wirklich gut geschlagen. Und dementsprechend stehen wir am Ende, und das ist jetzt das Spannende, die Leute, die mir auf Twitter folgen, wissen schon, stehen wir bei 25 Siegen und dementsprechend bei Gold 1. Sogar noch mit 2 Spielen übrig, also 25:13 diese Woche. Sehr, sehr stark. Und man kann jetzt sagen, ja, das lag locker daran, dass du De Gea im Tor hattest. Und das lag locker daran, dass du Neymar hattest und so. Das liegt auch einmal daran, dass ich mein Gameplay wieder weiter, ich sag mal, verbessert habe. Aber sicherlich auch an Neymar beispielsweise und daran, dass Crespo performt hat. An De Gea, würde ich sagen, lag es auf keinen Fall. Es lag auch an Mustafi, zu dem ich gleich nochmal kommen werde. Aber nicht, und das betone ich wirklich, nicht an De Gea. Jeder andere Keeper hätte genauso spielen können wie De Gea. Der hat mir in keiner Situation bewiesen, dass er 230.000 Münzen wert ist. Da stelle ich mir lieber in Zukunft einen Begovic ins Tor. Der hat nicht das Rating, der kostet aber auch nicht so viel. Und das ist der overpoweredste Keeper. Der stärkste übrigens ist Fährmann. Ich habe das auch auf Twitter gepostet. Fährmann gegen mich, bombastisch. Holt alles raus. Ich hatte, glaube ich, 11 Torschüsse, Gegner 3. Ich habe 1:0 verloren. Weil Fährmann alles gehalten in dem Spiel. Der Ball wollte nicht einmal ins Tor. Ein Lone Baumann hält gegen mich alles. Und ein Neuer kassiert in 20 Minuten 4 Gegentore, die er alle halten kann. Das ist halt einfach die Story dieses Spiels. So, wir kommen zu den individuellen Bewertungen der Spieler. Und da sehen wir De Gea insgesamt mit 7,6. Das ist nicht so schlecht, aber das ist halt auch nichts, was du erwarten würdest. Und es ist mit Abstand, abgesehen von Young und Karstorp, die Außenverteidiger, zu denen ich gleich auch nochmal komme, die schlechteste Note mit 0,4 insgesamt. Und das ist schon wirklich miserabel in meinen Augen. Zumal da halt wirklich Spiele dabei waren, wo er eine 6er-Bewertung hatte. Eine 6er-Bewertung, das ist echt. Naja, ihr seht es ja auch in den einzelnen Partien. Da steht beispielsweise einmal 4:6, danke De Gea. Dann haben wir noch einmal 3:4, danke De Gea. Einfach, weil der wirklich so schlecht war in diesen Spielen. Karstorp mit 7,9 hat auch 3 Vorlagen gemacht, immerhin sehr gut. Die Außenverteidiger, genauso wie er, also Young, haben darunter gelitten, dass man bei den Rage-Quits, die ihr ja hier auch seht, wahrscheinlich in der 37., in der teilweise 41., in der 14., da kriegen die Außenverteidiger halt mit die schlechteste Bewertung immer. Gerade wenn sie nichts zu tun hatten. Und da sind halt mal Spiele dabei, wo die nur eine 7er-Bewertung hatten. Ich glaube, Karstorp hatte nicht ein Spiel unter 7, aber dementsprechend geht es am Ende halt nur 7,9. Er war aber auch einmal Man of the Match, also er war wirklich nicht schlecht. Andere Seite, Young hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen, fand ich jetzt nicht seinen Preis entsprechend und hat auch viele Spiele gehabt, wo er wirklich schlechte Bewertung hatte. Also teilweise mal eine 6, teilweise eine 6,5 und so. Dementsprechend, naja. Aber bei den Außenverteidigern muss man das noch ein bisschen mit Abstrichen halt betrachten, weil die können halt in den Spielen nichts dafür. Trotzdem muss man auch sagen,
Aubameyang Young war der einzige Spieler, abgesehen von De Gea halt, der nicht eine einzige Torbeteiligung hatte. Das ist ziemlich schwach für einen Spieler von seinem Kaliber. Gerade mit diesen offensiven Stats war ich nicht so begeistert von. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich Young austauschen werde. Ich gebe ihm vielleicht noch eine Chance mit Shadow diesmal, aber ich glaube, ich werde ihn austauschen, wenn er nicht in den ersten 10 Spielen besser performt. Kompany und Mustafi dann jeweils mit 8,3. Sowohl der eine als auch der andere extrem stark. Und gerade Mustafi ist eine absolute Granate. Der ist defensiv unglaublich stark, hat ein krasses Stellungsspiel und ist offensiv sowas von gefährlich bei Ecken. Er hat zwar nur 3 Tore gemacht, aber in einem Spiel immer in Doppelpack. Da ist er auch der Man of the Match geworden. Und so viele Bälle, die er gefährlich aufs Tor gebracht hat, wo weitere Ecken rausresultiert sind. Oder weitere Chancen rausresultiert sind, weil der Torwart den Ball nicht festhalten konnte. Also wirklich in der Luft eine absolute Waffe, genauso wie Kompany, der mir auch wieder gut gefallen hat. Wobei bei Kompany überlege, auch wenn ich die Karte ja sehr mag und mich auch an so Karten hänge, auch wenn es so normale ist, ich überlege die Screen-Card. Er ist jetzt nicht so teuer, hat auch keine so großen Upgrades, aber einfach um das Team noch ein bisschen aufzuhübschen von den Farben her. Das werde ich auch in der Weekend League Preparation sehen, weil ich habe da so meine Idee, wen ich ins Vorschlägen von den Farben. Nein, Gulan dann mit einer 8,1 insgesamt, 9 Tore und 6 Vorlagen, das ist ordentlich. Fernandinho 5 Tore, das ist 30 Leute, die er eh geschossen hat, und 6 Vorlagen auch 8,0 insgesamt. Und auch da das Mittelfeld halt teilweise auch. Und die Offensiven kriegen, wenn du mit 3-0 mit dem Rage-Spiel nach 15 Minuten gewinnst, immer gute Bewertung. Aber die Mittelfeldspieler eher nicht so. Die meiste Zeit waren die sehr solide, teilweise, gerade wenn ich verloren habe, sehr, sehr schwach. Also da würde ich spielen. Miserabel war. De Bruyne 8,2, der beste Mittelfeld, dementsprechend 8 Tore und 9 Vorlagen. Und dann die Offensive. Kylian Mbappé mit 38 Scorerpunkten in 38 Spielen, beziehungsweise ein Disconnect muss man dazu rechnen, die Mentoren in 37 Spielen, 1,03 Scorer pro Spiel, 8,8 Bewertung insgesamt. Crespo mal wieder mit 45 Toren in den 35 Spielen, 31 Vorlagen. Neymar 37 Tore in 37 Spielen und 30 Vorlagen, 9,0 Bewertung. Crespo natürlich mal wieder der Beste, auch mit 13 Man of the Matches. 12-mal war Neymar der Man of the Match, 4-mal Mbappé, 4-mal De Bruyne. Sehr, sehr ordentlich dementsprechend. Man muss aber auch dazu sagen, auch wenn ihr mal so auf Kompany rumhackt und sagt, Maxi, kannst du damit spielen? Guckt mal, ganz ehrlich, abgesehen von der Offensive, wo immer einfach eine starke Werbung zu bekommen, gerade wenn man viel gewinnt, ist Kompany mit dem Star zusammen der beste Spieler gewesen. Also auf jeden Fall ist das. Die Wechselspieler haben absolut nichts gewirkt, also das war wirklich teilweise, wenn man einen kleinen Push zu bekommen oder sowas, aber Vorbeteiligung gab es da nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, denn ich spiele halt eben dieses 25-13, das kann mir keiner mehr nehmen. Und dementsprechend werde ich 200 Carpacks haben nächste Woche, 50.000 Münzen und 2 Spieler mit einem Rating von 83. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr ja eure Weekend League verlebt habt, wie es bei euch gelaufen ist, welchen Rang habt ihr erreicht, wie fandet ihr das Gameplay diese Woche und habt ihr allgemein auch solche Probleme mit Torhüter dieses Jahr. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Das war's von diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Und ciao.